Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei einer Badewannenarmatur eigentlich den Umsteller reparieren und somit auch den Umschalter zum Beispiel austauschen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es die verschiedensten Hersteller von solcher Armaturen, doch der Aufbau ist meist relativ ähnlich und unser Vorteil ist, dass wir das Wasser nicht extra zum Beispiel im Heizungsraum absperren müssen, da sich unser Umsteller natürlich hinter der Absperrung von der Armatur befindet. Zuerst einmal würde ich auf jeden Fall den Umsteller etwas nach oben heben und dann kann es nämlich sein, dass sich darunter auch schon eine spezielle Einkerbung befindet, wo man mit einem passenden Gabelschlüssel rein kann und dann kann ich den Umsteller nämlich einfach gegen den Uhrzeigersinn auch schon lösen. Bei mir ist es leider nicht der Fall, weswegen wir anders vorgehen müssen. Bei neueren Modellen, wie zum Beispiel von Hansgrohe, sollten wir auf jeden Fall mal den Badewannenabfluss schließen und anschließend hier unten diese Überwurfmutter gegen den Uhrzeigersinn lösen. Wichtig hierbei, man schaut das Ganze übrigens von unten an und dann würde ich mal eine Spitzzange bzw. auch eine Pinzette zur Hand nehmen. Wir können hier unten nämlich reingehen und anschließend dieses Bauteil auch schon vorsichtig nach unten rausziehen. Als nächstes können wir von unten im Umsteller so einen kleinen Stift bzw. auch eine Sechskantmutter erkennen. Diese kann ich jetzt entweder mit einer Spitzzange von unten direkt packen oder ich habe natürlich auch so einen speziellen Aufsatz hier. Der sollte bei mir auf jeden Fall passen, weswegen ich mal von unten hier hineingehe. Halte das Ganze also fest und kann dann auch oben diesen Umsteller einfach mal gegen den Uhrzeigersinn komplett runterdrehen. Wenn wir das haben, können wir den Umsteller von unten auch wieder gegen den Uhrzeigersinn lösen. Das ist meist per Hand etwas schwer und bei mir würde es zum Beispiel einen speziellen Aufsatz für so einen Imbus geben. Leider habe ich natürlich keinen passenden Imbus, da der nochmal etwas größer sein müsste, weswegen ich jetzt einfach mal vorsichtig mit einem Tuch das Ganze hier unten abgedeckt habe und dann mit meiner Wasserpumpenzange mit Gefühl einmal gegen den Uhrzeigersinn drehe. Danach können wir sehen, es ist auch schon locker und mir fällt das ganze Teil auch schon entgegen. Ich persönlich würde jetzt auf jeden Fall mal die O-Ringe dementsprechend kontrollieren, ob diese nicht irgendwie kaputt bzw. porös sind und für die Undichtigkeit zuständig sind. Falls diese aber passen, kannst du natürlich gerne auch noch probieren, das Ganze mal mit Hausmittel komplett zu entkalken. Jedoch muss ich auch sagen, dass es sich hier einfach um ein Verschleißteil handelt, weswegen dieses über die Jahre auch einfach kaputt gehen kann. Deswegen habe ich mir jetzt gleich mal so ein neues bestellt und normalerweise sollte der Hersteller von der Armatur dementsprechend natürlich auch wissen, welche Umsteller hier genau reinpassen. Für das Zusammenbauen mit den neuen Umsteller machen wir jetzt eigentlich alles in umgekehrter Reihenfolge. Deswegen den Umsteller mal von unten in die Armatur hineingeben, anschließend im Uhrzeigersinn festdrehen und normalerweise sollte hier jetzt handfest auch auf jeden Fall ausreichen. Danach von unten entweder mit der Spitzzange oder mit dem speziellen Schlüssel einmal den Stift hier festhalten und oben diese Kappe auch schon gerade im Uhrzeigersinn draufdrehen und auch per Hand wieder etwas fester ziehen. Nun einmal noch unser kleines Plastikbauteil mit dem O-Ring nach oben schauen, von unten ganz hineingeben und wir können auch schon alles einmal auf Funktion überprüfen und auch schauen, ob hier alles dicht ist. Bei mir schaut es auf jeden Fall super aus, weswegen wir jetzt so einen Umsteller bei unserer Badewannenarmatur auch schon richtig repariert haben. Wenn du dir für zu Hause übrigens einen neuen Umsteller für verschiedenste Modelle, eine Spitzzange oder vielleicht auch gleich eine neue Armatur zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link in der Videobeschreibung klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.